Tragischer Unfall auf der Staatsstraße 255 am Samstagvormittag. Der 37-jährige Fahrer eines Pkw Citroën befuhr gegen 11.25 Uhr die S255 aus Richtung Heinrichsort in Richtung Liechtenstein mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor und während des Durchfahrens einer Rechtskurve überholte er drei vor ihm fahrende Pkw. Nach der Kurve kam ihm Gegenverkehr entgegen, er ordnete sich abrupt ein. Dabei streifte er einen Pkw leicht, kam ins Schleudern und stieß gegen zwei Bäume. Der 37-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste den Toten aus dem Wrack mit schwerem technischen Gerät bergen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die S255 wurde im Bereich für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt.